Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Die ja schön posiert. Ja, ich muss eben nur ganz kurz gucken, ob ich tatsächlich den Ton anhabe. Ach so, ja, das wär gut. Ist gut, ne? Ja. Warte, hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, könntest du mir helfen. Ne, ich hab was vor. Oh. So, wir geben jetzt irgendwas irgendwo ab. Es sieht aus wie bei... Ah, ne, hier. Gepriesen sei der Kammerjäger. Gepriesen. Komm jetzt hinten rein? Ja, genau. Komm. Nein. Warum nicht? Nur an die Waschmaschinen, da dürfen wir ran. Ja, wir haben halt eben schon gerätselt, wie viel hier überhaupt noch kommt. Ja, genau. Du stehst im Weg. Das kann gar nicht sein. Du kannst doch an mir vorbei. Nein, du bist dick. Oh mein Gott, das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Oh mein Gott. So, müssen wir wieder auf den Balkon. Hey, Slap. Ich rede mal mit Mordecai. Ja, rede mit Mordecai. Roland ist tot, lang lebe Roland. Roland. Scheißdreck. Kammerjäger, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Info Stockade. Da musst du hin. Alles klar. Was hast du noch? Es gibt was zu erledigen. Und Rolands Freunde müssen wissen, was mit ihm passiert ist. Die Leute in Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Ja. Spielen wir den Überbringer schlechter Nachrichten. Na, spitze. Sorry, wegen Bloodwing, Mori. Was hast du? Ich dachte... Sawtooth-Banditen? Ja, komm, wir mal mit. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slap. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slap-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. So, aber wir reden jetzt erstmal mit den Leuten. Gehen wir erst zu Moxie? Wir spielen Hiob. Okay, wir gehen zusammen. Gehen wir zu Moxie? Ja. Wenn du das machst, ich glaube, du bist zu unsensibel. Moxie. Ach, ey, Moxie, Roland ist tot. Bom. Jack hat Roland getötet? Verdammt. Er hat mir mit Mr. Shank geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt. Sind das etwa Tränen? Und nee, Brüste. Da hatte ich gerade drauf gezoomt, Entschuldigung. Was? Ach so, auf ihre Brüste. Ja. Ah ja. Nettes Tattoo, Moxie. Ja. Entschuldigung, darf ich mal über sie hüpfen? So, wir gehen mal zu Markus. Zu Markus. Geh mir aus den Augen, du Sack. Was hat der wohl zu sagen? Geh mir aus den Augen, du Sack. Ein Kunde weniger, sagt Markus. Oh, hier ist ein Echo, warte. Lance Männer, Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? So, ey, Markus. Roland? Tot? Oh. Wir waren nicht oft einer Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen.
Er war ein guter Mann. Guter Mann. Was hast du noch für eine Nebenquest? Ich bitte dir eine Gelegenheit. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm einen Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir die 9 Pieten zurückholen, die er mir schuldet. Die 9 Pieten? Er hat in ein Echo-Gerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Alles klar. Er hat kein Geld. Oh Gott. So. Scooter und Zed. Hey, Entschuldigung, hallo. Läuft ihm einfach in den Weg, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Also wirklich, der traut sich was. Ja. Ich geh erstmal zu Zeddy Boy. Zed, du alter Knochenbrecher. Oh Gott, hier sieht's vielleicht aus, ey. Hey Zed. Roland ist tot? Gott, ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Er schien nett zu sein, ruhig, aber... Ach, Mist. Tut mir leid, das hat er nicht verdient. Stimmt. Was hast du für eine Quest? Du brauchst Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Zed braucht Körperteile. Weißt du, was an dir super ist? Du stellst keine Fragen. Wenn du mir ein paar Kreaturen-Körperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das wäre spitze. Das wäre spitze. Och, Spider-Ants. Ja, das wäre kein Ding. Ja. So, Scooter. Scooter, mein Guder. Oh. Ich gehe hier oben rum. Ach so. Stimmt, hier unten kommen wir ja gar nicht dahin, ne? Doch, 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 hier geht's auch in die Garage. Ja. Scooter. Schon da. Hey, Scooter. Ich sag dir, Mann. Ich werde nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Oh ja. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Ja. Was hast du für eine Nebenquest? Hey, willst du mir helfen? Ah, nee. Eine banale? Nee. Keine analen Quests mehr. Müssen wir so. Ellie das doch nicht auch sagen? Aber Ellie hat nichts mit ihm zu das tun, ist ne? Bescheuert. Nee. Also erstmal Tennis und Brick. Was ist denn das hier? Was denn? Ziemlich schnell bei der Hand mit Anschuldigungen. Kommt, Leute, wir sind doch Freunde. Immer mit der Ruhe. Das ist echt bescheuert. Ich red mal mit. Eine Putt-Situation par excellence. Was? Hilfe? Also, das ist eine lange Geschichte. Nein, das ist eine kurze Geschichte. Erzähl. Ich schreibe Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch 4 zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wisse, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen 3 sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpasst ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Mhm. Okay, wir verhören jetzt erstmal. Ich verhöre ihn hier. Ja. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Okay, was sagt Sam? Also unter uns, O'Kandler ist der Dieb. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mache ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angetörnt. Okay, Linda, Lindy. Sam hat das Geld geklaut. 100%. Nachdem sie und O'Kandler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Okay, und was sagt O'Kandler? Sam lügt wie gedruckt. Ah, mehr sagt er nicht. Tja, wer ist der Dieb? Du darfst entscheiden. Ich? Ja. Ich würde Lindy nehmen. Warum? Warum gerade Lindy? Weil sie das Einzige irgendwas behauptet hat, ohne irgendwas zu revidieren. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich auch nicht. Scheiße. Aber O'Kandler sagt einfach nur, Sam lügt.
Ja, aber womit lügt Sam? Es sagen also zwei Sam ist es, aber ist es deswegen so? Ja, eben genau, das ist die Frage. Und er redet ja von der Psyche, der Jim Kepler. Hm. Ich überlasse die Entscheidung, die erschießt den, von dem du meinst, er ist der Dieb. Kann sie nicht. Der alle tot. Das war nicht der Dieb. Nein. Okay. Es war Sam Matthews. Okay. Aber ganz ehrlich, das wäre für mich jetzt nicht unbedingt das Logischste gewesen. Nee. Ja, dann sorry, tut mir leid. Was lachst du? Ich finde das witzig. Ja, Pech. Okay, weiter. Ja, macht ja nichts. Vier Leute weniger. Wahrscheinlich gäbe es eine bessere Belohnung, wenn wir den richtigen gefunden hätten. Ja, aber ganz ehrlich, sauber waren sie doch alle nicht. Nee. Das stimmt. Außerdem ist jetzt Ruhe. Ja. Tennis, wie sieht's aus? Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht, festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Okay. Hey, Brick. Wo ist er? Da ist er. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack, seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle, denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Tut mir leid. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an. Ach, Brick, du bist so sensibel. Sorry, dass ich dir diese Scheiße auflade. Aber einer muss das ihnen sagen. Ich habe den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echo-Gerät geschickt. Wenn jemand bekommen sollte, dass da drin ist, dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Ist das hier unten? Ja! Oh ja, es ist es! Ah, ich häng fest! Joink! Joink! Das waren ja nur Mods, oder nicht? Ja, nicht ganz so geil. Mann, nimm mal dein Gewehr aus meinem Gesicht hier! Naja. Iridium. Sehr gut. So, nü? Ich rede nochmal mit Mordecai. Okay. Und gebe diese Mission ab. Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Finde Jack. Töte Jack. Yeah. Yeah. Okay. Gut, also jetzt wieder los, oder was? Jetzt guck mal gerade, was wir machen. Okay, das ist die Story-Mission. Die machen wir dann erstmal nicht. Dann machen wir erstmal Monster-Mix. Monstermäßiger Mix. Ja. Monster-Mix klingt auch irgendwie wie so ein Milchmischgetränk oder so. Monster-Mix. Jetzt neu in Erdbeer-Mettwurst. Bist du mit jedem Nahkampfschaden, den du verursachst, plötzlich? Aha. Wieder ein Goldschlüssel da hinten. Nein. Was? Geh mir aus den Augen, du Sack? Redest du mit mir? Ja. Nee, ich rede mit meinem Hoden. Ellie! Hängt ja auch immer so im Gesicht, ne? Roland ist tot, Ellie. Wie läuft so? Roland ist tot. Bist du noch an der Sache dran? Welcher Sache? An ihren Brüsten. Nimm mal ein Auto? Ja, komm. Ich wusste doch, dass es jetzt kommt mit ihren Brüsten. Mach schneller, ich will auch. Ich will auch bestellen. Ach, oder hinten.
Welchen nehme ich denn, Mann? Ich weiß es gar nicht so genau. Na gut. Okay. Warte, ich will mitfahren. Kannst du dein eigenes Auto holen? Nö. Fahr mit. Oh. The Roland! Ach so, warte, hier die Spiders. Sind ja hier. Ach, da hinten sind sie, okay. Ja, warte mal, fahren wir zu dem Dicken. Hier. Zu dem Dicken? Ja, zu dem. Hier, da haben wir doch schon. Der ganze doch uns spuckt, ja. So, ein Teil. Sie sehen auf dem Weg fahren sollen. Und sie werden verdammt gruselig aussehen, wenn ich sie benutze. Was? Was? Ornament schnappen? Was? Was redest du denn, Ellie? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist irgendeine Nebenquest, die wir ignorieren. Ach, das war eine vom Anfang irgendwie, was, ja, ne? Wir brauchen noch ein Spider-Ant-Teil. Aufzupimpen. Pimpen, was? Pimpen? Da hinten kommen wir aber gar nicht hin, ne? Nee, fahr doch zurück, da spawnen doch immer wieder neue hier, direkt vor Ellie. Okay. Wir müssen doch gar nicht so weit fahren. Ah, oh, ist ja gut, ich fahre so gerne. Ach, das ist einer von uns. Ach so. Na gut. So, wo spawnen die jetzt neu? Ja, fahr noch mal. Ich spawn nichts Neues. Fahr doch mal einfach ein bisschen, bis einer spawnt. Wir fahren jetzt einfach mal hier so rum. Ja. Und dann schauen wir mal, ob jetzt hier ein Spider-Ant neu spawnt. Da, ein kleiner. Aus dem Weg. Sehr gut, fertig. Das war's. Ja, okay. Dann fahren wir wieder zurück. Das war der Monster-Mix? Ja, Teil 1. Das geht wahrscheinlich noch weiter gleich. So, aber wir werden jetzt nicht zu ihm zurückreisen, sondern zur nächsten Nebenquest. Ui. Und zwar gehen wir jetzt nach Sawtooth Cauldron. Nach Sawtooth Cauldron? Können wir da nicht hinreisen? Scheiße. Eddie's Garage. Da müssen wir hinfahren. Okay. Du fährst. War klar. Wir müssen. Kann ich nicht. Ich kann nur reinzoomen. Wo sind wir denn da? Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Oh, Pisswash. Yay. Ganz im Westen. Mhm. Den westlichen Ausgang der. Genau, du kannst die Straße immer der Straße nah. Also wenn man hier ist erkennt. Keine Straße. Doch, du fährst fast drauf auf der Straße gerade. Ja, aber so richtig, naja. Der war nicht schlecht. 360. Alter, kommen wir nicht weiter. Was? Bleib auf der Straße. Ja, aber hier ist doch keine Straße. Ich sehe nur die Map gerade. Ich hab die Map auf. Ich sehe nur, wie du immer gegen diese Striche fährst. Ja, 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 ja. Sehr gut, genau, weiter diese Richtung, weiter, weiter, boah, weiter. Voll gegen die Leine gefahren hier. Das Kabel. So, hier müsste jetzt gleich ein Übergang sein. Hier, genau. Oh, ich sehe ihn, den Übergang. Geh nicht ins Licht. Okay. Ach, Iridium Blight. Warte, da müssen wir die Hauptquest machen, wenn wir jetzt gerade eh da sind. Dann machen wir jetzt, glaube ich, erst die Hauptquest. Okay. Warte. Die wir gar nicht machen wollten. Genau, Aussage. Aber weil die gerade hier, weil wir in dieses Dings da müssen. Blut, Schweiß und Iridium Blight. Bevor Hyperion kam, war das hier, naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm. Dann gibt es hier bestimmt ganz viel Iridium. Oh, da sind noch ganz viele, Pfeil rechts ist irgendein Ausrufezeichen. Okay. Ah, hier, ach, okay, warte, ich guck mal, was das ist. Ja. Ja, guck mal. Au! Oh Gott. Jack, stirb, Jack. Statue von Jack. 12 Iridium. Die nehmen wir mit. Komm, wir nehmen mit. Ich werde dich dafür bezahlen, Oma? Dass du dich umbringst. Bring dich um. Tu es oder tu es nicht. Ausgesucht. Du willst nicht? Das ist okay. Rufst du die Hyperion-Selbstmordpräventions-Hotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Lass dir Zeit. Jetzt überleg da. Ich krieg Iridium. Ich krieg Iridium. Jetzt überleg da tatsächlich. Nee, dafür gibt's, glaube ich, kein Iridium. Achso. Wir tun ihm doch nicht den Gefallen. Doch, da gibt's 12 Iridium, genau. Blödsinn, machen wir nicht. Aber wir müssen einfach nur da runterspringen, das...
Das ja, das spring du, aber ja. Ich spring bestimmt nicht nur, weil er sagt. Ja, fahr mal dahin. Fahr mal zur Quest. Nee, da ist sie, geht sich weiter. Wo müssen wir denn dahin? Ich spring nicht von der Klippe. Ich aber. Ich will 12 Iridium haben. Ja, dann spring. Spring, ich spring nicht. Nee, nicht hier. Wir müssen ja erstmal dahin. Ja, aber hier geht die Straße nicht weiter. Ja, du musst ja auch nicht dahin, mein Gott. Schrei mich nicht so an. Wir müssen jetzt irgendwie hier rechts lang. Oh Gott, Lizzie. Ich fahre da mal lang, wo ich möchte. Da müssen Ich will mich jetzt umbringen für 12 Iridium. Ja, mach doch. Tu es. Ja, aber du fährst in die falsche Richtung. Ja, dann musst du dich doch erst recht umbringen. Merkst du das nicht? Du musst dich gleich umbringen, ey. Aber schön erstmal die Karte aufdecken, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, guck mal, alles so, ich hat steig alles jetzt aus. Verstand, auch wenn es dir nicht so vorkommt. Ich steig jetzt aus. Ja, steig aus hier, ey. Bin ich schon längst. Ich werde mich jetzt umbringen gehen. Query. Tschüss, Freunde. Oh. Ich gehe hier looten und töten. Mach das. Weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Ich sag dir, ich gehe looten und töten. Ja, die Erfahrungspunkte kriege ich auch. Aber den Loot nicht. Da kommt mir auch nicht gut an. Das geht auch. Cool. Hallo. Und da sind wir wieder. Aber da geht's nicht weiter. Oh, wir müssen die Folge beenden. Wir sind aber noch gar nicht beieinander. Ja, weil du weggefahren, weil du irgendwo hinfährst. Ich will mich einfach nur umbringen. Mach doch. Ja. Das will ich doch! Ich muss erstmal da hinkommen! Alter. Denk mal, hier ist richtig, ne? Hui. Kannst du dich nicht irgendwie her linksen? Medikits hier! Nein. Oh, schick. Fire Melon. Und tschüss. Und tschüss. Lalalala. Wo bist du eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Also, es sieht für mich aus, als wenn ich auf dem richtigen Weg wäre. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin ja irgendwo abgesprungen, als du noch immer in die falsche Richtung gefahren bist. Ja, das macht man ja auch nicht einfach. Natürlich, so. Wenn du in die falsche Richtung fährst. Wenn der Bus, in den ich eingestiegen bin, in die falsche Richtung fährt, steige ich aus. Ja, ja, dann müsst ihr wohl bei mir wieder gucken. Du bringst dich ja eh nicht um. Ich bring mich nicht um, nein. Ja, siehst du, dann muss man doch bei mir gucken. Und schon gar nicht für diesen Mistkerl. Na, scheiß klar. Auf die. Sorry, nee, aber ich mach's ja nicht für den Kerl, ich mach's ja für mein Iridium. Für Rucksack-Upgrades. Ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich tu's ja auch nicht. Ach ja. Aber ich gehe trotzdem mal hier looten. Naja, mach das mal. Baby. Ich jogge ein bisschen auf der Straße. Ja. Während ich von Rax so verfolgt werde. Wir beenden jetzt die Folge. Oh nein, getrennt voneinander. Ja, weil du weggefahren bist. Vielen Dank fürs Zusehen. Gemacht. Bis nein, zum nächsten Mal bei Borderlands 2 mit der blöden Lizzie. Du bist ausgestiegen. Ja, weil du in die falsche Richtung gefahren bist. Ja, könnte ich doch nichts für, wenn du aussteigst. Du kannst aber was dafür, dass du in die falsche Richtung fährst. Was ist denn? Oh, ich sterbe jetzt mal. So, also, bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Macht's gut, tschüss! Alles Liebe, tschüss. Ich feier das voll. Entschuldigung. Tschüss.